Tag 2 bei den strengsten Eltern der Welt. Und es gibt Riesenzoff zwischen Nadine und Jasmin in der schwedischen Einöde. Außerdem, guten Abend, herzlich willkommen zum Magazin. Pöbeln und schlecht gelaunt sein, das können Jasmin und Nadine ganz besonders gut. Die beiden Teenager sind seit gestern bei den strengsten Eltern der Welt. Ersatzmama Lotti will den beiden auf ihrem Huskyhof Respekt und Manieren beibringen. Und heute bringt Lotti die Mädchen an ihre körperlichen Grenzen. Was auf Kaffeefahrten in Deutschland an einem Tag passiert, das dauert bei sogenannten Gewinnreisen eine ganze Woche. Statt per Bus in ein Dorfgasthaus geht es hierbei allerdings per Flieger in die Türkei und dort dann erst in den Bus. Und was dann mit den vermeintlichen Reisegewinnern abgezogen wird, das haben unsere Reporter Christine Kemper und Jürgen Schramm am eigenen Leib erfahren. Und gleich heißt es bei Anpfiff Hose runter. Strippende Fußballer, mehr dazu gleich. Davor spielen wir Super Zoom. Sagen Sie uns, was ist denn das hier? Willkommen zurück zum Magazin mit Beckham unten ohne. Schon wieder. Diesmal allerdings zog sich der Fußballstar nicht auf irgendwelchen Unterwäsche-Werbeplakaten, sondern mitten auf dem Platz aus. Warum und wieso David blank zog? Rudi Wiedner. Könnt ihr stundenlang ansehen. Das war's von uns. Morgen sehen wir uns wieder um 5 vor 7. Einen ganz tollen Feierabend und jetzt viel Spaß bei K11. Tschüss.